Manchmal treffen wir im Leben auf jemanden und scheinen in dem Attribute zu erkennen, die uns so richtig doll gefallen. Manchmal treffen wir im Leben auf jemanden und haben das Gefühl, er strahlt vollkommen in seinem ganzen Glanz und Licht. Und alles, was wir an dieser Person sehen, scheint uns zu inspirieren, zu beflügeln, zu motivieren. Und es liegt die Versuchung sehr nahe, andere Menschen auf ein Podest zu stellen. Das ist ja der Hammer, was er oder sie alles erreicht hat. Mein Gott, bist du toll. Und genauso auch das Gegenteil. Manchmal sehen wir Menschen, die sich scheinbar so verhalten, dass wir uns denken, ey, das ist also, bin ich froh, dass ich nicht der bin. Die Wahrheit ist, dass wir ganz selten nur und in den meisten Fällen gar nicht den anderen Menschen überhaupt wahrnehmen können, sondern nur ein Spiegelbild erkennen und Attribute und Merkmale wahrnehmen, die selber in uns liegen. Wenn du das Gefühl hast, jemand bewegt sich unglaublich frei durch sein Leben und dir scheint das zu fehlen, dann ist die Wahrheit, dass du dich wahrscheinlich gerade eingegrenzt fühlst im eigenen Leben, weil dein Leben dich nämlich dazu provozieren möchte, genau diese Schritte zu gehen und dich selber zu ermächtigen und in deiner eigenen Freiheit zu erfahren. Alles, was wir im anderen sehen, erinnert uns quasi nur an unseren eigenen Lebensweg. Ich mag euch nur einmal gerne mitgeben, lasst euch nicht davon lähmen, von egal was, was ihr im anderen seht. Egal was, was ihr im anderen wahrnehmt, was bemerkenswert, denkwürdig und wundervoll ist, sind Attribute, die genau in dir liegen. Und genau darum geht es nämlich, dass du sie lebst in deinem Leben und damit wiederum andere inspirierst. Und das ist genau der Schneeballeffekt, die Kettenreaktion, die wir brauchen, um alles zu ändern. Und wenn einer an einem Punkt dieser Kette aber hängen bleibt und vor seinem Bildschirm sich denkt, also das, was der gemacht hat, das könnte ich niemals in meinem Leben. Ich bin lieber weiter unzufrieden und schaue ihm aber lieber weiter zu, wie er das macht. Das ist der Moment des Versagens. Das ist der Moment, den ich nicht fördern möchte, den ich nicht bewirken möchte mit meinem Tun. Und ich möchte euch damit dazu animieren, dass was auch immer ihr in was auch immer für Menschen inspirierend findet, schneidet euch eure Scheiben ab und lebt sie im eigenen Leben. Hinterlasst kein Feedback beim anderen. Steckt alle Energie in euer eigenes Tun, in euer eigenes Sprechen, in euren eigenen Pfad der Integrität. Lebt dein Leben so ehrlich und authentisch, mit aller Kraft, wie es nur möglich ist. Und wenn du das Gefühl hast, dir fehlt die Kraft dazu, aber du erkennst jemand anderen, der die Kraft dazu hat, dann wohnt sie auch in dir. Du musst die Erfahrung nur erstmal machen, um selbst davon überzeugt zu sein. Und deswegen wünsche ich dir viel Freude beim Weitergehen und dass du dich auf deinen Weg eben machst, um eben all die Erfahrungen zu sammeln, die es braucht, um die ganzen Programme und Strukturen und Denkmuster, die wir in uns tragen, eben wieder neu zu programmieren. Du kannst jemand ganz anderes sein, als du gerade denkst und bist. In deinem Leben sind Dinge möglich, die hast du bis heute noch gar nicht gesehen oder davon gehört. Viel Freude beim Entdecken, ey. Ich wünsche dir, dass alle Kraft und Motivation und Inspiration, die du von anderen Leuten gewinnst, letztendlich als kosmischer Rückenwind deine Segel ganz schön doll blasen wird und dich genau in die Richtung treiben wird, in die deine Seele dich schon immer am liebsten sieht. Setz die Segel, Mann. Setz die Segel. Alles andere erledigt Universum. Viel Spaß auf deiner Reise, ey.